Da macht er eine Verlustabschreibung, eine 7b oder eine AFA, irgendwie sowas, weißt du? Oh Gott. So, 17:14, es ist dunkel, es ist Dezember, Fussel will ins Bett. Ich bin heute zu früh aufgewacht, nach zu wenig Schlaf. Komm, wir wollen in den Januar. Außerdem will ich noch mit den Hühnern kuscheln. Wirklich dunkel hier, ne? Jetzt könnte aber auch wirklich mal langsam die erlösende Nachricht kommen, oder? Ja, ich weiß, es ist vor Spannung kaum auszuhalten. Ich bin da bei euch, also, ne? Ich könnte nur einen drauflegen. Hört mal hin. Ich hab gehupt. Also, wenn das jetzt kein Highlight im Let's Play ist, weiß ich auch nicht. Sollte man vielleicht mal klippen. Ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich... Ja, dann senkt das doch hoch. Ist eh schmutzig. So, ich klappe das Ding mal zusammen. So, schön eingehakt. Das haben sie schön gemacht. Da sind schöne Details mit bei. So, wir gucken uns den nochmal an. Ließ sich ganz gut fahren. Ist ein bisschen pekig. Ich gebe mal eben den Auftrag ab. Abgeschlossen nochmal 2200 für uns. Und hier hatte ich dann 629 Mietkosten. Dafür haben wir die anderen einfach so gemacht. War nicht schlecht, oder? So. Und die Mietsache ist zurück. Naja, die eine Bahn runter und dann ist auch fertig. Werde ich nicht für bezahlt. So sieht das nämlich aus. Ja, da ist der Fussel eisern mittlerweile. So, wie sieht denn mein Feld aus? Wo ist mein Feld? Gerste wächst, gedüngt, alles da. Was machen meine Hühner? Hallo Hühner. Kilo, 40 Eier für 30 Hühner. So. Wo ist der Hahn? Chef, kann ich dich streicheln? Nein. Unrealistisch. Was wir mal machen könnten, wir könnten vielleicht dem Hund Futter geben, oder? Schatz, ist der Hund schon wieder im Haus? Wo ist denn die doofe Töle? Bestimmt überfahren worden. Wo ist er denn? Wichtige Frage, kann ich schaukeln? Nein. Wir haben uns die Hütte noch gar nicht so angeguckt, ne? Also das ist natürlich auch seltsam, so mit den Fotos da, ne? Schon ein bisschen seltsam aus. Weil es soll... Ich meine, die Idee ist nicht schlecht, es sieht halt scheiße aus, aber... Gibt es keinen Hühnerstall? Doch, es gibt noch einen größeren Stall, das stimmt, den gibt es. Warum? Oh, da komme ich nicht durch. Möchtest du denn, dass die Hühner eine Heizung kriegen oder was? Ich meine, die haben ja Gefieder. So. Dann machen wir mal Folgendes. Wir gehen mal ein bisschen... Ach, da ist der Hund. Hallo, Hund. Dann gehen wir jetzt mal... wir machen mal ein Päuschen, ja? Ja.
Ja, wer ist ein bekloppter Hund? Richtig. Der, der sich am Boden wälzt. So. Also, nicht wegrennen. Ich mache mal hier den Schlafimann. Bis 7 Uhr. Ich drücke aber noch nicht drauf. Machen wir mal eine kurze Pause. Kann ich mich mal ein bisschen bewegen. Und dann machen wir so in 5 bis 10 Minuten geht's weiter. Okay? So. Da muss ich, glaube ich... wo ist es denn? Da! So. Da sind wir zurück. Mietkosten 1100, 147 Betriebskosten für die Gebäude. Und wir haben 7.01 Uhr im Januar eines neuen Jahres. Wird langsam hell. Krähen ärgern den Hund. Und wir haben Hühner. Und Schutz vor Regen und Schnee ist auch immer gut. Da gebe ich dir recht. Und du kannst... Nee, der war's. Ins Baumenü gehen. Dann kannst du zu Tieren und dann kannst du zu Hühnern. Und hier hast du eben zwei Stallungen. Einmal für 6.000, die kleine, und für 79.000 ein etwas größeres Objekt. Und da ist vielleicht klar, warum ich das für 6.000 genommen habe. Ne? Ich denke, erklärt sich. Ich habe nicht so viel Geld. Das ist ja auch erstmal nur, um zu gucken, wie geht's den Hühnern. Und ne, die fressen ja auch ganz schön viel. Also da muss man ein Auge drauf haben. So, aber wir haben immerhin ein paar Eier. Wobei nicht viel, finde ich. 61 Kilogramm Eier, 72 Stück. Oh, da werde ich bestimmt reich mit. So. Was haben wir heute zu tun? Nix. Also, mein Gerstenfeld ist immer noch in Ordnung. Ich muss halt warten, bis die Gerste fertig ist. So. Na gut, ich muss mal zum Impfbus, mal sehen, wie lang die Schlange ist. Ja, Theresa, viel Spaß dabei. Ne? Denke, wenn es zu lang dauert, gehe ich eh nicht. Ist zu windig zum ewig warten. Dann mache ich mir einen Termin beim Arzt. Ja, bei uns so 3-4 Stunden Warteschlange in der Kälte und also wer das machen möchte, soll das machen. Ne? Hier ist alles gut, also unsere Felder laufen. Das ist jetzt die Frage, was machen wir denn jetzt im Januar? Was sollen wir denn nochmal machen? Habt ihr eine Idee? Ja gut, das wollte ich jetzt nicht, aber es gibt nur grobe Aufträge. Da habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu. Ich meine, 38 würde mich vom Betrag her natürlich reizen, ne? Aber jetzt schon wieder 2 dicke Felder grubbern. Nee. Ja, und ansonsten, was sagt denn der Kalender? Im Januar kann nichts gepflanzt werden, kann nichts geerntet werden. Können wir auch nichts machen. Temperaturen gehen eher hoch. Also auch nichts Besonderes. Was haben wir denn hier? Ja, Weizen, Gerste, wir haben ja nichts. Wir können ja nichts verkaufen. Was ist denn mit Hackschnitzeln? Hält sich in Grenzen, ne? Könnte man denn hier nee, ist auch alles gut, ne? Sorghumhirse. Du hast noch keine Produktionsgebäude. Das ist vielleicht auch besser so. Ja gut, hier kann man so ein paar Einstellungen zum Spiel selber machen. Was haben wir denn? Bodenbearbeitung. Mhm, okay. Mit einer Sämaschine. Aber hier wird zum Beispiel überhaupt nicht vernünftig erklärt,
wie man den Boden vernünftig vorbereitet, finde ich. Also das ist doch keine Hilfe hier. Ne? Hast du schon einen Unterstand für all deine Fahrzeuge und Geräte? Dann kannst du mindestens deine Fahrzeuge unterstellen. Ja, nee, habe ich so noch nicht. Also ich habe hier eine Halle. Hier würde ich ja nicht unbedingt was reinfahren. Ich meine, hier kann man vielleicht einen Traktor unterstellen oder so, aber dafür ist das natürlich nicht gedacht. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht so genau, wo ich es hinstellen soll. Ist das eigentlich mein Gebäude hier hinten? Das? Nee, ne? Das gehört nicht mir. Ja? Was ist denn das hier? Weil so riesig ist mein Gelände ja auch gar nicht, ne? Das ist ja das. Und wir können mal eben... ein bisschen abstrahlen hier, aber meine Geräte sind ja auch soweit sauber, ne? Also ich meine, was man natürlich machen könnte, das Feld da hinten zum Beispiel, ne? Das finde ich scheiße. Das können wir natürlich irgendwann mal begradigen, ne? Wenn da die erste Gerste runter ist, dann können wir da natürlich eine Halle und so. Wir können uns ja vergrößern. Wir müssen halt nur andere Felder kaufen. Aber das ist halt alles noch ein bisschen hin, weil mit 91.000 machst du ja hier nichts. Da kommt ja nichts bei rum. Ich würde ja auch gerne einen Kuhstall und sowas würde ich ja sehr gerne machen. Und 61, also 72 Eier, was ist ein Ei wert? Ja, nun bleib doch mal aus diesem Ding raus. Mann, das ist hier Geld, ne? Nee. Ei, wir können ja mal gucken. Mach dem Mäh mal Ei. Wo ist denn Ei? Was macht man überhaupt mit Ei? Bin zu blöd. Ah ja, da. Ankaufspreis. 4.000, 5.000, 5.000. Aber pro 1.000 Liter. Und 72 Eier sind wie viel Liter? Ja. Kilo. Also, ich glaube, mit der Eierproduktion werde ich jetzt auch nicht Millionär. Ich weiß halt nicht, was ich heute machen soll, weil, wie gesagt, ich habe keine Auftragsarbeiten. Jedenfalls keine, die ich machen will. Ich will nicht wieder grubbern. Das ist auch der Kleine. Das ist im Grunde, oder ist das der Größere? Ne, das ist der Größere, ne? Aber Feld 38. Ich will ja gar nicht wissen, wie groß das ist. Ach, guck dir das mal an. Nee, ich will nicht grubbern. Das haben wir gestern gemacht, das haben wir heute gemacht. Ich will nicht grubbern. Pflanzen kann ich nix. Was ist denn mit Holz oder sowas? Das geht ja das ganze Jahr. Pappeln. Wo sind denn Pappeln? Wo ist denn hier so ein Pappelfeld, was ich einfach mal abreißen kann? Ich würde mir ja gerne so einen Harvester leihen, weißt du? Aber ich weiß halt nicht, wie das mit dem Pappeln geht. Kann mir das einer mal ganz kurz erklären? Kann ja in den Shop reingehen und hier gibt es ja diese Pakete. Pappeln. So. Ja, da bin ich ja froh, dass das alles ganz billig ist. Dann habe ich so einen Traktor. Dann habe ich hier so einen... Was haben wir denn hier? Traktoren werden zum Ziehen benutzt, alles klar. Dann habe ich hier einen Feldhäcksler. Können die angegebenen Fruchtarten geerntet werden? Zusätzlich wird noch ein passendes Häckselschneidwerk benötigt. Dann wird das Ganze wahrscheinlich hier in diesen Wagen, ne? Was ist das hier? Ballenpresse. Bumper. Ist klar. Und dann muss ich das Ganze noch pflanzen. Aber ich wüsste nicht, wie das geht. Muss ich mir dafür ein Feld kaufen oder so? Und wenn wir nochmal gucken.
Also, weiß ich nicht, das ist mir gefährlich, ne? Holzschnitzel, was mache ich denn mit Holzschnitzeln? Traktor, da brauche ich so einen Wagen. Das habe ich, das brauche ich nicht. Aber er hier zum Beispiel, was ist das, ein Harvester? Nee, ne? Nee, ein Harvester ist das, oder? Doch, könnte einer sein, ne? Und was ist das hier? Diese Maschine zerkleidert Stämme zu Hackschnitzeln. Kannst nur auf deinem Grundstück Bäume fällen bzw. anpflanzen. Befürchte ich auch, ne? Was ist das denn hier? Mulchfräsen. Nee. Ich meine, der ist natürlich schön billig hier, ne? Aber auf der anderen Seite... Auch schon wieder weit weg. Der hat auch kaum Leistung. Ach komm. Ich weiß da auch nicht, was ich brauche. Gewichte, gekaufte Gerätschaften. Also das ist alles das, was mir gehört. Alles klar. Gemietete Gerätschaften. Ja, die stehen jetzt rum, ne? Also eigentlich wäre es sinnvoll, wenn ich die abgebe, oder? Ich weiß nicht, wann brauche ich die denn wieder? Für Baumwolle eventuell, ne? Im Februar. Im März, da kann ich sie wieder gebrauchen. So, der Doofkater legt sich mal hin und macht ein Nickerchen. Übrigens, hattest du nicht heute eine Klausur? Habe ich das noch halbwegs richtig im Kopf oder verwechsel ich das wieder? So, prinzipiell kannst du dazu auch die LS19-Tutorials angucken. Das dürfte sich nicht verändert haben. Das könnte ein guter Tipp sein, sich die mal anzuschauen, weil für 22 habe ich nicht so viel gefunden. Muss ich dazu sagen. Ich meine, Kartoffeln zum Beispiel ist geil, ne? März, April pflanzen, August, September aus dem Boden holen. Ich habe mich für Gerste entschieden, weil im September gab es ja nicht so viel. Ja, da bist du natürlich ein ganzes Jahr, machst du nichts, ne? Auf deinem eigenen Feld, weil du wartest, bis die blöde Gerste endlich gewachsen ist, ne? Tierzucht halte ich für gefährlich, weil ich ja mein eigenes Essen nicht anpflanzen kann. Dann macht es ja Sinn, aber wenn ich das kaufen muss, weiß ich nicht. Ja, Feldarbeiten, grubbern. Weiß nicht, was sollen wir heute machen? Weißt du was? Wir fahren mal hier oben hin. Warum? Weil ich es kann. Endlich kommen wir mal auf Geschwindigkeit hier, weißt du? So, jetzt callt sie was. Nein, natürlich nicht. Wo muss ich denn hin? Ich bin jetzt auf der Strecke. Ich muss hier drüber. Nee, ich muss ein Stück weiter und dann die Ausfahrt raus. Alles klar. Ja, mit Schneedienst ist ja auch nichts, wa? Ich habe gedacht, kann ich vielleicht Schneedienst machen, aber... Ne. Geht auch nicht. So, die Caves. Irgendwelche Caves. Aber hier ist auch, ich meine, schön gestaltet. Irgendwie, ne? Aber auch völlig sinnlos, glaube ich, ne? Ist hier irgendwas? Also hier ist Spielplatz mit Schneemännern drauf. Vielleicht verändert sich das natürlich auch, je nach Jahreszeit. Hier könnten wir mal grillen. State Park. Gucken wir uns mal ganz kurz die Gegend an. Aber wenn jemand einen Tipp hat, was wir noch machen können... Immer her damit, ne? Camping Ground full. Ja, nee, ist klar. Mhm. Ja, ich meine, ist schon irgendwie auch witzig, ne? Mit so einem... Ist schon irgendwie nett gemacht. Das muss man lassen.
Kann ich mich eigentlich verletzen? Nö, ne? Ich bin Superman. Mit juckender Nase.